Einen wunderschönen. Heute geht es mal um so ein paar Effekte, die man so ein bisschen mit nutzen kann, auch wenn ich persönlich als Fotograf jetzt nicht unbedingt großer Freund davon bin, Sachen so stark zu bearbeiten. Dennoch fangen wir ganz klassisch einmal mit der Autobearbeitung eben an, damit das Ganze dementsprechend schon mal wieder ein bisschen besser passt. Kannst natürlich auch das Ganze selber bearbeiten, wie in den anderen Videos auch schon erwähnt. Hierfür gehen wir jetzt einmal bei ihr ein bisschen näher ran. Macht euch, war das für das Cosplay super passt. Einmal den Hintergrund auf Schwarz-Weiß. Wie ihr das richtig macht, zeige ich euch in dem anderen Video nochmal, was ich euch oben gerade markiert habe. Da war ich gerade ein bisschen zu schnell. Einmal schwarz und weiß. Wie gesagt, war das für das Cosplay super passt. Gehen dann runter einmal auf Effekte. Machen dann so ein bisschen die Struktur. Ich mache das Ganze einmal ein bisschen höher. Kann man zum Beispiel jetzt hier so ein bisschen bei der Haut sehen oder auch bei dem Baum. Machen das einmal ganz runter. Wäre natürlich jetzt auch schon. Könnte man natürlich jetzt auch schon nehmen. Ich mache es aber ein bisschen weniger. Dementsprechend auch Klarheit und sowas, weil das natürlich eher so ein leicht spooky Cosplay ist, mache ich das Ganze ein bisschen dunkler wieder. Dunst entfernen entsprechend auf. Wie gesagt, ansonsten würde es zu hell werden. Einfach ein bisschen dunkler. Würde jetzt schon für mich persönlich reichen. Gehen wir noch einmal in die Optik ganz kurz. Objektivkorrekturen. Wie ihr seht, wird das Ganze ein bisschen aufgewellt. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich mache es hier jetzt einmal für. Damit ist das Bild für mich schon mal top. Klar, es ist natürlich immer noch nachmittags oder mittags auf dem Bild, aber abends würde das Bild natürlich noch mal ein bisschen besser zur Geltung kommen. Nehmen wir dafür noch mal extra eins, wo sie sowieso schon ein bisschen näher dran ist. Wieder Schema F. Optik. Wie man jetzt zum Beispiel hier sieht, erkennt man das da überhaupt nicht. Dementsprechend egal. Aber noch einmal wieder Hintergrund auf Schwarz-Weiß. Wenn es dann erkannt wurde. Hintergrund wird erkannt. Eben eine Sekunde warten. Und dann, wie gehabt, die Sättigung runter. Dann noch einmal wieder die Struktur ein bisschen runter machen. Klarheit ein bisschen hoch, damit das Ganze leicht dunkler wirkt. Genauso wie den Dunst. Körnung. Weiß ich nicht. Kann man machen, muss man nicht. Ich lasse es dabei jetzt einmal. Wobei ich mich da jetzt dann doch einmal eben, das steht zwar so jetzt nicht im Skript, aber einmal eben was ausprobieren, wie im letzten Video schon einmal. Nur wird es natürlich auch gehen, aber das hier noch auch direkt mit Schwarz-Weiß. Wenn wir jetzt das nehmen und dann die Körnung hochdrehen, hätte das tatsächlich auch wieder was. Dementsprechend, wie gesagt, wenn ihr die Körnung zum Beispiel nehmt, geht er auf Presets. Ich für meinen Teil jetzt hier die Video kreativ und das war dann die VCR08.
Genau. Und Körnung hoch. So viel zu dem Thema. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder zum nächsten Tutorial. Lasst euch nicht ärgern, macht schöne Bilder. Bis dahin, ciao, ciao.